Hallo, ich bin die Mona und ich bin heute da am Panorama Beach am Farkasee. Ihr seht hinter mir, es ist schon ein bisschen herbstlich, die Farben von den Bäumen, von den Blättern haben sich verändert. Es ist frisch und trotzdem gehe ich heute ins Wasser. Ich möchte euch gerne mitnehmen und euch zeigen, warum Kärnten der optimale Ausgangspunkt ist, um mit dem Kaltbaden zu beginnen. Und ich habe das große Glück, dass heute der Bernhard mit dabei ist. Er hat eine Praxis für Körperarbeit und ist Experte auf dem Gebiet Kaltbaden und wird mich heute durch diese Erfahrung durchbegleiten, mir Tipps geben, die Baderegeln erklären und dafür sorgen, dass das ein richtig tolles Erlebnis wird. Im Moment befinden wir uns noch da herum am Deck vom Panorama Beach. Im Sommer ist der richtige Badebetrieb, da ist was los. Da stehen überall die Liegen und man hat, wie der Name schon sagt, ein mega Panorama über den Mittagskogel und die Karawankenkette und natürlich den Farkasee. Und jetzt freue ich mich schon aufs Kaltbaden. Wir gehen jetzt runter zum Bernhard, der wartet schon und ich bin super gespannt, was er mir heute noch alles zum Kaltbaden näher bringen wird. Hallo Bernhard. Hallo Mona. Hi. Hi. Geht's dir gut? Ausgezeichnet, ja, danke. Sehr schön. Dir? Ja, sehr. Ich freue mich schon heute auf das, was vor uns steht. Wunderbar. Bin richtig gespannt. Perfektes Herbstbadewetter. Ja. Und ihr habt alles mit, was wir brauchen. Mhm. Was brauchen wir denn alles? Eigentlich sehr wenig. Wir brauchen Badesachen, wir brauchen ein Handtuch. Haube kann ganz angenehm sein. Und die Baderegeln habe ich mitgebracht. Ah, perfekt, cool. Ich nehme dich ja jetzt mit zum Kaltbaden. Ja. Und ich möchte dich da Schritt für Schritt durchführen. Mhm. Es gibt ein paar Dinge, die zu beachten sind. Die haben wir in den 7 goldenen Regeln des Kaltbadens zusammengefasst. Mhm. Und dann gibt es davor, derweil und danach auch noch einige Tipps, die es einfach angenehmer und sicherer gestalten. Okay, super. Und deswegen war gleich die erste Frage, wie es dir geht, weil das Wichtigste ist, Kaltbaden nur bei guter Gesundheit. Das Kaltbaden, das kalte Wasser, ist ein intensiver, kurzer Stressimpuls für den Körper. Der Impuls ist ähnlich wie bei einer intensiven Sporteinheit oder in der Sauna. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass der Körper da in guter Verfassung ist. Der nächste wichtige Punkt ist, weniger ist mehr. Es ist schon ein kurzer Impuls, ausreichend. Da gibt es auch Studien dazu, die gezeigt haben, dass ab einer halben Minute eigentlich die gesundheitlichen Effekte alle gegeben sind. Wirklich? Das heißt, man muss sich da nicht quälen oder lange frieren, sondern ein kurzer Impuls ist ausreichend. Okay. Dann ist noch wichtig, hör auf deinen Körper. Jeder ist anders. Vor allem fängt jeder Mensch woanders an. Es ist immer gut, in einer Gruppe oder zumindest zu zweit Kaltbaden oder Eisbaden zu gehen. Ist sicherheitstechnisch wahrscheinlich. Sicherheitstechnisch. Macht da mehr Spaß. Es ist nicht so langweilig, genau. Okay. Gut. Wichtig ist dann noch, dem Körper beim Reingehen ein bisschen Zeit zum Anpassen an die Kälte zu geben. Mhm. Also nicht reinzuspringen, sondern vom Ufer reinzugehen. Auch nicht zu schwimmen, sondern in einem Bereich zu bleiben, wo man noch stehen kann. Okay. Wir werden dann nachher reingehen und uns dann einfach hinhocken, dass wir im Wasser sind. Und auch in Ufernähe bleiben, damit wir jederzeit wieder raus können. Jetzt habe ich noch eine Frage, Bernhard. Und zwar, du hast vorher gesagt, man braucht nur einen kurzen Moment ins Wasser zu gehen und dann hat man schon einen Effekt auf den Körper. Was sind das für Effekte? Was bringt mir das Kaltbaden überhaupt? Also spätestens seit Kneipp wissen wir, dass Kälte sehr gut fürs Immunsystem ist und abhärtet. Und das ist inzwischen sehr gut untersucht, dass es eben das Immunsystem stärkt, dass es entzündungshemmend wirkt, dass es schmerzlindernd wirkt, dass es gut für den Ausgleich von Blutdruck wirkt. Okay. Aber es gibt auch Effekte, die mental wirken. Dass wenn ich mich mit dem Widerstand, mit dem unangenehmen Gefühl Kälte auseinandersetze, dass ich auch stressresistenter werde und mentale Stärke entwickeln kann. Und die Kälte kann auch positive Effekte auf emotionaler Ebene haben, mhm, kann ausgleichend für die Stimmung wirken, kann stimmungsaufhellend wirken, kann Lebensfreude wecken. Also so quasi eine Allround-Methode, um gut drauf zu sein. Genau, um sich wohl und lebendig zu fühlen und gesund zu sein. Wenn wir jetzt loslegen, sind am Anfang zwei Dinge wichtig. Ja. Das erste ist, dass wir sicherstellen, dass uns warm ist. Ja. Und das zweite ist, dass wir auch die Tagesverfassung berücksichtigen. Okay. Weil je nachdem, wie man geschlafen hat, was man gegessen hat, wie es einem emotional geht, kann es sehr unterschiedlich sein, wie man sich fühlt und wie lange man dann reingehen möchte oder wie intensiv man sich mit der Kälte auseinandersetzt. Das heißt, wir machen jetzt eine Übung. Wir werden jetzt ein paar Aufwärmübungen machen, genau. Vor dem Eisbaden oder vor dem Kaltbaden kann man eigentlich alle Übungen machen, die irgendwie Wärme erzeugen. Yeah. Nach der Kälte gibt es ein paar Dinge, die zu beachten sind beim Aufwärmen.
Das zeige ich dir dann nachher noch. Okay, super. Ja, dann starten wir, oder? Starten wir. Fangen wir mit ein paar Kniebeugen an. Oder? Ja. Okay. Ja. Ich bin schräg. Also mir ist jetzt auf jeden Fall schon mal richtig warm. Ausgezeichnet, dann gehen wir uns umziehen. Sehr gut, passt. Dadurch, dass das einer der 4 ausgewiesenen Badeplätze in Kärnten ist, zum Kaltbaden, gibt es auch Umkleidekabinen, wo wir uns gerade umgezogen haben. Und gleich daneben stehen auch noch die Baderegeln, gell? Genau, die sind hier aufgestellt, kann man noch mal nachlesen, bevor man reingeht. Sehr cool, jetzt freue ich mich schon richtig aufs Baden, weil die Sonne kommt sogar raus. Ich bin bereit. Wunderbar, dann. Dann gehen wir rein. So, aufpassen, dass wir nicht ausrutschen. Ja. Dann mal langsam reingehen. Okay. Ja, ist schon ganz schön frisch. Angenehm frisch. Ich habe noch die Badeente mit, die wird uns dann die Temperatur verraten. Die Luft hat gerade 18 Grad. Ja, fühlt sich ganz gut an. Okay, jetzt wird es immer kälter. Wenn du das Gefühl hast, dass es zu kalt wird oder du so ein bisschen einen Kälteschock hast, dann können wir gerne einen Moment warten, bis sich der Körper anpassen kann. Es wird sehr schnell besser. Es wird es fühlt sich an, als ob es gleich wieder warm wird. Also in den Füßen zumindest, Beine. Das ist voll das lustige Gefühl. Ja. Jetzt sind wir bis zur Hüfte drinnen und das ist tief genug. Jetzt können wir einfach eintauchen. Okay. Und worauf soll ich da achten? Beim Eintauchen ist es hilfreich, wenn du, während du runtergehst, ins Wasser ausatmest. Okay. Und dann, wenn dieser so ein kurzer Kälteschock kommt und du kurz das Gefühl hast, dass du wenig Luft kriegst, einfach auf die Ausatmung wieder konzentrieren. Okay, einfach Fokus bei der Atmung lassen. Fokus auf die Atmung. Okay, passt, ja. Ich bin bereit. Dann ab ins Wasser. Geht's runter. Die Ente ist auch mit dabei. Hallo. Wichtig beim Kaltbaden ist, dass man auf seinen Körper hört, wie schon gesagt, dass man nur so lange drin bleibt, solange es angenehm ist und nichts erzwingt. Die Hände, wenn sie sehr schmerzlich sind, kann man gerne auch raustun. Die arbeiten, ja, das spürt man richtig. Ich empfehle aber, die Hände zumindest kurz auch reinzutun, damit sie auch an die Kälte gewöhnt werden und trainiert werden und dann werden sie auch sehr schnell unempfindlicher gegen die Kälte und nicht mehr so schnell kalt. Bernhard, ich wohne ja da am Farkasee und für mich ist das ganz normal, im Sommer in dem See zu baden. Der hat dann ca. 28 Grad, richtig angenehm und für mich ist es so etwas Besonderes, heute da herinnen zu sein. Jetzt im Herbst hat sich der See schon ein bisschen abgekühlt und trotzdem, weil er im Sommer so eine Wärme, so eine Temperatur gehabt hat, ist er sehr moderat, um mit dem Kaltbaden zu starten. Er ist genau deshalb einer der 4 ausgewählten Badeplätze, ausgewiesenen ausgewählten Badeplätzen und bietet sich optimal als Startplatz, um mit dem Kaltbaden zu beginnen. Wenn man schon ein bisschen Erfahrung hat mit dem Kaltbaden, gibt es bei uns in Kärnten auch noch die Möglichkeit, in die Möll zu gehen. Das ist ein Fluss, der ganz jährlich ca. 6 Grad hat. Aber ich glaube, für mich ist der Farkasee jetzt zum Anfang einmal gut genug. Was hilft, im kalten Wasser entspannt zu bleiben, ist einfach die ruhige Atmung, die Schultern zu entspannen und so wie du es auch machst, wenn die Hände kalt werden, sie einfach auszutun. Ja. Und jetzt sind wir schon 3 Minuten herinnen, können uns langsam wieder auf den Weg ans Ufer machen und uns dann aufwärmen. Sehr gut. Es passt, es reicht jetzt. Ich habe auch das Gefühl, es reicht jetzt langsam. Sehr gut. Gut, dann gehen wir jetzt raus. Noch anziehen. Gut, und dann machen wir uns gleich ans Aufwärmen. Jawohl. Beim Aufwärmen ist es wichtig, dass wir jetzt den Kreislauf nicht so sehr in die Höhe bringen. Deswegen machen wir Übungen, die eher statisch sind und ordentlich die Wärmeproduktion im Körper anregen. Okay. Was wir dafür machen, ist der sogenannte Reiterstand aus dem Kung Fu. Ja. Im Englischen Horse Stance. Okay. Und schaut so aus, dass wir ein bisschen mehr als hüftbreit stehen und dann mal in die Knie gehen. In der Position werden die großen Muskelgruppen aktiviert, die Beine, das Gesäß und da wird schon mal Wärme erzeugt. Merkt man schon, ja, wie da arbeitet. Wird schon warm. Ja, wird schon warm. Sehr gut.
Was wir jetzt zusätzlich noch machen, ist, dass wir Bewegung in den Oberkörper bringen. Mhm. Das aktiviert die Zwischenrippenmuskeln, die das Blut rund um die Lunge aufwärmen und hilft auch noch dazu, dass uns wieder schnell warm wird. Okay. Am einfachsten geht das, indem ich so tue, als würde ich so Luft vor mir hin und her schieben. Da ist eben wichtig zu schauen, dass sich die Schultern bewegen, dass sich der ganze Oberkörper dreht. Okay. Okay, wenn uns wieder gut warm ist, ja, dann können wir uns abtrocknen und umziehen. Okay, und dann können wir noch ein Fazit machen zum Kaltbaden, oder? Und einen warmen Tee trinken. Ja, und einen warmen Tee trinken, super. Passt, dankeschön. Gut. Ja, wir haben uns jetzt fertig aufgewärmt und umgezogen und sitzen mit einem Tee da. Und jetzt haben wir dann Zeit für ein Fazit. Erstmal, Bernhard, wieso hast du nur ein T-Shirt und ein Jackerl an und ich sitze da eingepackt? Ich meine, mir ist schön warm, aber ist dir nicht kalt? Mir ist so auch schön warm. Okay. Und das liegt daran, dass man durch regelmäßiges Kältetraining sich sehr gut an Kälte gewöhnen kann und dann wesentlich unempfindlicher wird. Okay. Außerdem, durch das Kaltbaden produziert der Körper jede Menge Hitze und dadurch ist mir jetzt schon wieder angenehm warm. Okay. Mir ist, als wir aus dem Wasser rauskommen sind, auch aufgefallen, dass mir jetzt nicht sonderlich kalt war und die Übungen waren auch angenehm. Aber wieso genau sollen die so langsam gemacht werden? Durch die Kälte konzentriert der Körper die Wärme im Körperkern. Mhm. Und die Durchblutung von den Extremitäten, von den Armen, Beinen und auch von der Oberfläche, von der Haut, wird sehr stark reduziert. Das heißt, die Arme und Beine kühlen recht stark aus. Und wenn ich jetzt Übungen mache, die den Kreislauf zu sehr in die Höhe pushen, dann wird dieses kalte Blut sehr schnell mit dem warmen Blut im Körperkern gemischt. Mhm. Und die Körperkerntemperatur sinkt ab. Okay, und das kann sehr unangenehm sein. Kann sein, dass man dann zum Zittern anfängt oder so richtig zum Frieren, wenn man schon heraus ist. Deswegen ist es wichtig, dass man diese Übungen langsam macht und sich eben langsam aufwärmt. Und der warme Tee wärmt eben auch von innen und unterstützt so das Aufwärmen. Also besonders schön habe ich heute beim Kaltbaden auch die gute Wasserqualität vom Farkassee empfunden. Und ich glaube, das liegt vor allem daran, dass sich das Wasser innerhalb von 1,5 Jahren im See erneuert. Auch mich als Kaltbadeexperten freut es sehr, dass es hier in Kärnten jetzt ausgewiesene Kaltbadeplätze gibt und dass hier auch die Kaltbaderegeln aufgehängt sind, an denen ich auch selber mitgearbeitet habe. Super. Danke, lieber Bernhard, für das nette Gespräch und für das Kaltbaden. Es war echt spannend. Und wenn es euch jetzt reicht mit der Kälte, wir haben euch da noch ein Video eingeblendet von den schönsten Picknickplätzen am Weißen See. Mich würde es freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.